Herzlich willkommen zu einer Folge hier in der D&D. Ich werde mal live was bauen, und zwar Holzgitter für meine außenassistierte Falle. Da werde ich die mal live bauen, um auch schon viele draußen den Berg absichern, damit sie dann nicht so vor der Tür springen. Oh, 30. Ne? Und da werden wir gleich sehen. Ich habe einen Stahl dabei und gucken, ob ich ein paar Sachen wieder aussortieren, die wir nicht brauchen. Und zwar Klebeband, dann Nägel, Felle. Das werden wir noch brauchen. Die Pfeile können wir rausnehmen. Munition behalten wir am Mann. Das werden wir bei Gelegenheit umbauen. Benzin auch, Wasser auch. Gäralkohol nehmen wir raus. Kleber im Bauchhaus. Richtung da oben. Das kommt zum Nahrungsmittel. Hier ist voll. Den nehmen wir rüber. Das brauchen wir sowieso irgendwann. Nahrungsmittel. Hühnchen. Tabletten am Mann behalten. Ja, nicht geschafft, Wasser zu holen. Kunststoff, Abfall, Wasser, Glas. Die Rohre, alles voll. Also falls ich jetzt mein Nageldings nicht finden sollte, nehme ich einen Clown nochmal mit. Muss mir mal angewöhnen, das mal irgendwo reinzulegen. Einen separaten Schrank für Werkzeuge. So nehmen wir so einen Clown mit. Falls ich doch mal. Denn ich habe nur die Teile gebaut, Blasebalg. Und deswegen habe ich auch Leder bei mir gehabt. Und den anderen Krimskrams. Deswegen aufwerten. Wir werden ein bisschen aufwerten. Und zwar auch vor allen Dingen da außen. Dazu nehmen wir den Hammer nach unten. Dann schauen wir gleich mal die Türen. Ob wir die Türen aufwerten können noch? Ich glaube nicht. Auch nicht. Geben wir raus. Der Beton. Beton fehlt. Noch was tun, dass wir hier uns für den Fall des Falles, ne, absichern können. Hier müssen wir hier noch was tun, da kommen wir nicht ran. Dann gehen wir raus. Und zwar den hier. So, wo ist eigentlich mein Hammer? Mein Nagel und das ist viel schneller. So. Da. Nehmen wir den. Und falls wir nachher mal bohren wollen, ne? Reinnehmen und auch mal hier rausnehmen. Dann mal ganz kurz hier ausschalten.
Hier sind drin, aber hier muss ich auch noch ran. Gut, Blasebalg. Zack. Und wir haben ja was erreicht, ne? Da war ein drin. Dann nehmen wir hier einen dazu, also raus. Und nehmen an, wenn wir gleich mal einen einbauen. Zwar hier. Dann ist unser Gepäck ein bisschen leichter und später und den herstellen und den herstellen. Das kann ich noch nicht. Bleib in Holz reingeben. Gut. Da lassen wir mal durchschmelzen, ne? Nur Steine und Zement. Gut, rausgehen. Und zwar wollte ich kaputt reparieren. Reparieren. Da ich ja nun hier ganz schlau meine Dings gebaut habe und meine Treppe für die Zombies. Ja, was kann nun passieren? Ja, sie ganz einfach. Sie gehen hier hoch und springen zu mir rüber. Natürlich ungünstig, ne? Punkt 1, wir müssen hier aufwerten. Und gleich Punkt 2. Genauso wichtig ist, wir müssen sofort hier Geländer hinbauen. Und zwar, wir fangen mit Holzgeländer an und machen eine Herde draus. Ja. Und zwar so. Das ist hier ein bisschen gefährlich für mich hier. Also dass im Grunde nicht hier rüber gehen können. Ne? Also mindestens 3 Dinger hoch oder 4, mal sehen, wie hoch es geht. Am besten bis zum oberen Teil. Oh, so. 5. Denn die werden garantiert ja, da unten ist auch gut. Ja, Junge, da muss man nicht hinlatschen. Aber das hat befürchtet, das ist hier. Wenn man hier ein bisschen besser bewegen kann. Natürlich, wenn wir das aufwerten mit Eisen, dass sie uns hier nicht gleich zerstören. Denn wenn sie oben runterspringen hierher, dann ist es nämlich klar, da sind sie gleich am Holz, ne? an der Mauer. Wieso geht das da nicht rein? Ich nicht.
Deswegen, wo du sagst, da ist noch was versteckt. Und zwar ein Lehmbrocken. Wird hier auch sein. Dieser kleine Punkt da. So, muss ich ganz kurz den Punkt finden, das nutzt ja auch nichts. Zwar mit der Picke. Und die werden wir gleich noch ein paar herstellen. Und zwar brauchen wir noch welche, reicht ja nicht. Nochmal 30 herstellen, 30 mindestens. Ungefähr so 30, ne? Ups. Ich muss diesen kleinen Punkt finden. Schießen nämlich auch nicht. Ah, jetzt habe ich ihn. Jetzt geht also bauen. Ja, so ist es verzwickt, ne? Also. Das wäre nämlich ganz blöd, wenn die jetzt hier hochgehen und nehmen nicht den Weg, den sie nehmen sollen, sondern gehen und springen hier rüber. Das wäre ja äußerst fatal. Ja. Das fiel mir neulich so ein, wo ich das Video bearbeitet habe. Mensch. Du hast doch hier was gebaut, was gar nicht mal so sicher ist. Und das musst du noch korrigieren, ne? Sonst geht das in Anführungszeichen wieder schief, ne? Und die suchen einen Weg ins Haus, der den nicht, der so nicht davor gesehen war, ne? Also ich kann die Nacht ganz beruhigt arbeiten, also und da ist auch wieder so ein Brocken. Weil ich fühle mich hier sicher innerhalb der des eigenen Gebiets hier, sagen wir so, ne? Weil die müssen erstmal über den Graben springen und dann nachher könnten sie erst zu mir kommen. Im Graben bin ich schon nicht mehr sicher, aber hier außen, hier kann ich ja auch zur Not mal, ne, ins Haus flüchten. Aber hier muss ich dringend zumachen, sonst haben wir gut, da geht's auch, ne.
Das wäre ja gar nicht auch so denken, wie das schlimm wäre, wenn die jetzt plötzlich doch einen anderen Weg nehmen und dann, naja, von zwei Ecken angreifen, ne? Das ist schlecht. So, hier dürfte das jetzt sicher sein normalerweise, wenn ich so guck. Gitter vor, ich mache mal auch noch was zu. Damit der den Halt dahin kriegt, ne? Denn da sollen sie hochlaufen. Und wenn sie hier hochlaufen, sollen sie ja nicht gerade zu mir kommen, ne? Und springen. Da noch einen hinmachen. Na gut, und dahin, ne? So, und da die Ecke noch. So, dann das wäre das jetzt zu. Mit Holz, ne? Also wie gesagt, mit Holz. Jetzt muss ich das noch aufwerten mit Beton. Hier könnte man zwar auch noch was vormachen, aber ich denke mal, hier werden sie nicht hochspringen, ne? Glaube ich eher nicht. So, wenn doch. Haben wir halt geirrt, ne? So, jetzt kurz mal. So. Aufwerten zu. Mit Eisen. Denn Holz wäre ein bisschen schwach auf Dauer. Das würde den Ansturm nicht lange standhalten. Und das ist dann so gut wie sicher. Und hier das Gute war ja noch, dass die ja außen ja nicht stehen können, sondern an der Wand immer runterfallen und somit hoffe, dass sie hier keinen Schaden anrichten, ne? Oh, das war nicht geplant. Das kostet ja minus 10 Stahl. Schläft die Wand ein. Eisen alle. Hier muss ich aufpassen, dass ich hier nicht so viel zu viel aufwerte, weil Stahl ist ein bisschen zu teuer. Anführungszeichen. Beton. Der Morgen ist erwacht. So, Eisen haben wir da nicht. Nehmen wir Stahl hier raus. Ja, der Morgen ist erwacht. Mal sehen, vielleicht gehen wir heute noch irgendwo hin. Ich wollte ja noch eigentlich in diesen schönen Ort, ne? Da haben wir Eisen. Dann werden wir hier Eisen einschmelzen, ne? Am Messing nicht. Vorlösen. Messing. So, dann brauchen wir kurz Eisen einschmelzen. Und zwar haben wir auch noch haben wir Stahl. Das hätte ich wohl gesehen. Hier 6000 und 4600. Passt. Dann legen wir hier rüber. So. Den nicht. Wir wollen noch Holz zulegen hier. Wird noch nichts. Und so brauchen wir mindestens fast alle.
gleich wieder aufsammeln. Der haut nämlich ab nachher. So, hier haben wir Eier nicht drin. So. Gut. Schnell Rest aufwerten. Damit wir hier, wenn der Blutmond kommt, sicher sind, ne? Das war aber schädig. Hier auch. Man könnte sich auch eine Tür einbauen, ne? Aber in dem Fall sei mal verzichtet drauf. Dann würde ich da rein und nach unten will, dann kann ich immer noch in vorne. Und da werde ich notfalls diese Holzklötze. Ah, da kennt man genug. Fernbehandlung. Schon weit weg. Ich dürfte mal hier keine Gefahr sein normalerweise. Verweisen. Gut. Dann machen wir uns auf den Weg. Und zwar packen wir die Sache aus, und zwar wir nehmen nur das Nötigste mit, also Waffen und ein paar Sachen halt, ne? So, gut, gar nicht. Ja, schmilzt gerade durch, die 39, dann Munition, Hülsen. Und wir werden rauslegen unsere Beton. Den letzten Eisen. Ein Bier können wir hier lassen. Ein Blasebalg lassen wir auch hier. Ich will noch einen weiteren Ofen bauen. So, der Bohrhammer und so kommt da hinten wieder rein. Also da muss ich mir angewöhnen, immer an derselben Stelle abzugeben. Also wo wir eh schon Geräte haben. Ne? Also Bohrhammer und unsere Nagelpistole. Dann kommt das Ding hier rein. Tabletten, Apparatur, Wasser brauchen wir immer. Steine, haben wir auch Steine hier gehabt? Ich glaube nicht. Dann kommt jetzt auf jeden Fall. So, Lehm auch raus. Bretter nehmen wir mit. Dann ziehen wir Reifen für das Moped. Dann Benzin haben wir noch 50.000, das müsste reichen. Schießpulver haben wir auch noch, G1000 und 2000. Dürfte noch wieder reichen. Punkte vergeben habe ich erstmal ein, aber das, was ich machen wollte, ist ja. Und zwar Ingenieur, Erfinder. Ich mache mal jetzt mal den Erfinder. Und später hier hinzugehen, ne? Das heißt, wir brauchen hier noch Intelligenz 10. Gut, das zum Ingenieur. Also Erfinder kann machen. Das Fertigen von. Ach so, okay, wird alles werden besser. Gut, dann geben wir jetzt mal unser Moped. Da ist hier zu, da ist aufgewertet. Da auch. Wenn ich jetzt hier stehe und ich komme jetzt hier hoch,
Dann kann ich sie hier auch empfangen, ne? Der Teil ist schräge, dass ich da bis da auch schießen kann, ne? Obwohl ich dann günstigerweise noch wieder wegmachen müsste, aber mal sehen. Und hier oben muss ich noch was ändern. Das muss anders gemacht werden. So, wir düsen los. Wir haben da noch ein paar Häuser zu machen. Und die machen wir jetzt. Beziehungsweise in der nächsten Folge. Denn sonst ist ja die Folge gleich wieder zu Ende, ne? So, wir gehen mal kurz raus. Und dann geht los. Ja, das ist verkehrte Richtung. Wir wollen ja in die Richtung, die Brücke. So, wetten, jetzt ist die Olle wieder da. Gucken. Hier muss ich noch was aufwerten, ne? Wieder ergänzen. Ich habe jetzt ein neues Fernglas, und zwar achtfach. So, gut. Ist so gut wie sicher, aber nicht ganz sicher, ne? Aber dann muss man hier nochmal am Tier machen, ne? Ja, gut, beim nächsten Mal. Arbeit ausgeräumt. Nö. Dann machen wir es jetzt. Dann gehe ich jetzt nochmal rein, auspacken und dann beginnt eine neue Folge. CMDs und die. Dann sage ich mal Tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Danke fürs Reinschauen. Ja, wir machen gleich weiter. Bis nachher. Tschüss.